Jetzt hier, Also, wir haben genau. den Augenzeugen noch So, gesprochen, der uns hier Mahlzeit. Wir natürlich sind gerade das wieder Wort vor erstochen Ort hat. und jetzt muss ich hier gerade noch was gucken. Kriege ich das jetzt hier geteilt so oder muss ich das nachher machen? Das habe ich ja schon mal hingekriegt, oder? Geht das bloß mit dem Dingens? Lass es doch jetzt Ach, erstmal. scheiß drauf, okay. Mach das erstmal So, so. scheiß drauf, genau die richtigen Worte, um Gottesdienst zu beginnen. Okay, dann singen wir erstmal ein bisschen. Wo ist mein? Ja, fantastisch. Also, hey, da draußen, wer zuguckt. Das, genau. Schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es Fisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Leute um dich her, wenn sie dich auch alle als dich ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Doch aus eigener Kraft bist du die ein lebendiger Fisch, bitte Gott und Kraft an jedem Tag. Glaub, dass Jesus auch in deinem Leben Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Und nochmal, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Johnny Cash. You rode Christ without Jesus. Someone to read prayers, someone who cares. Jesus, someone to hear prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I make you a believer. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Take second best, put me to the rest. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear prayers.
faith. Reach out to touch faith. Reach out to touch faith. Reach out and touch Phrase. Oh. Ja, ich habe es eben schon erzählt, ich bin heute ein bisschen durcheinander, aber deswegen hören wir heute viel aus Gottes Wort und weniger uns zu hören. Und deswegen beten wir. Genau. Ja, ich danke dir für unsere heilige Kuschelrunde, für jeden, der heute hier ist und auch für Leute, die da draußen zuschauen. Und ja, Herr, du bist der Grund, warum wir uns hier versammeln, Herr. Ich danke dir, dass wir mit allem versorgt sind, was wir brauchen, dass schon gut gekocht wurde und so. Und dass wir wirklich mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Und ja, wir sind auch durstig nach deinem Wort und wir wollen von dir mehr Erkenntnis, mehr Weisheit, mehr Einsicht. Und ganz viel mehr Gnade, Herr. Wir wollen näher zu dir. Bitte zieh uns zu dir. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du mir jetzt richtigen Worte in den Mund legst, Herr. Dass wir wissen, dass wir in dir einen großartigen Gott haben. Und dass du uns auch im Alltag und auch in schwierigen Situationen so annimmst, wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen. Dass deine Gnade unermesslich ist. Bitte segne uns allesamt. Amen. Amen. Ich habe den provozierenden Titel da gewählt mit dem Gott, mit Gott kämpfen und feilschen. Wisst ihr da, was feilschen ist? Fällt mir immer davon von Leben des Brian ein, da wo sie irgendwie da, ja genau, verhandeln. Wo sie machen, wisst ihr, ja, ja, wo sie erst am Kreuz singen zum Beispiel. Das ist dann später, das genau. Fehlt, ja, ja. Mit dem Feilschen, das kommt da zwischendurch vor, wo sie da ist er, da muss sich irgendwie verstecken am Bazar und dann gibt es da diese Bärte zu kaufen, so für die Frauen, die zur Steinigung wollen und so. Und dann, ja, hier schnell, was kostet der Bart und so, was, ja, 20 Schäkel, so, was, ja, alles klar, da, und dann muss schnell weiter abhauen und so, nein, nein, wir müssen erst falschen, sagt der Händler, nein, wir müssen, was, ich habe dir doch gerade das Geld gegeben. Das gefällt mir also super, wie die da aufs Falschen abfahren und so, also gerade so auf orientalischen Bazaren, da ist das gang und gäbe. Und ja, ich würde mal sagen, das hat vielleicht tatsächlich was mit der Tradition da auch zu tun, so die Juden, die gelten ja auch, also im Mittelalter durften sie ja bloß Geldhändler machen. Und die sind ja auch als clevere Geschäftsleute bekannt und so, auch war ja auch damals bewusst so in den 20er Jahren hier, da sind ja viele noch abgehauen und so, viele sagen heute, dass da uns eigentlich die Juden fehlen und so. Und da gibt es mehrere Beispiele zu, und also es gibt zwei Beispiele, eins lese ich jetzt als erstes vor, wo Abraham mit Gott verhandelt. Und zwar darauf gekommen bin ich halt, also kann man sich das überhaupt leisten? So viele von uns wissen vielleicht gar nicht, wie können wir uns überhaupt Gott nähern und so. Entweder er ist so heilig und unnahbar, dass ich es mir eigentlich gar nicht mehr leisten kann. So, was kann ich mit ihm da anfangen zu dealen und so. Zum Beispiel, also ich habe es oft erlebt, dass ich denke so, okay, bestes Beispiel halt wieder damals meine Zickentgiftung und so. Also wenn ich zu Hause allein entzogen habe und wenn es dann schon zum 30. oder 40. Mal war, ich habe mich ja halt nicht mehr getraut, ich bin zitternd auf allen Vieren durch die Wohnung gekrochen, weil ich Angst gehabt habe, dass ich, wenn ich jetzt umfall, irgendwie ein Epic, ich habe nie ein Epic gehabt, aber so ein bisschen gekrampft habe ich schon. Und dann bin ich wirklich nur noch, ich habe mich nicht getraut und habe so ganz vorsichtig aufs Klo getastet, also da muss man tausendmal am Tag aufs Klo. Und dann immer dort dieses Gebet da, also wirklich dann immer so, ja Herr, ich weiß, ich habe schon tausendmal zu dir gesagt und so. Da gibt's, war das die Britney Spears mit dem Oops, I did it again. Gab es noch so ein bekanntes Lied, gell, so Ups. Und dann kam ich mir so schäbig vor irgendwann vor Gott, gell. Also immer wieder so von wegen, ja, und jetzt verspreche ich ihm wieder, jo, und wenn du mich jedes Mal befreist, wenn ich es diesmal schaffe, dass ich kenne, der vielleicht einen Anfall kriegt oder so, mir den Kopf anschlagt, das war meine größte Angst, dann diesmal meine ich es ganz ernst. Und bei meinem letzten Ding damals, im August 2014, habe ich schon gedacht, warum sollte Gott jetzt mehr auf mich eingehen? Ich mache ihm hier Versprechungen und sonst was, er hat selber schon tausendmal gesehen. Und genauso habe ich sogar damals gebracht, wenn ich nach längerer Abstinenzzeit wieder zur Tanke gerannt bin. Da wurde mir immer wärmer. Ich habe mich geschämt. Ich habe genau gewusst, Gott heult gerade. Und trotzdem, nein, bitte noch dies eine Mal und ich baue wieder Scheiße und bitte zieh mich nochmal da raus und so. Und genauso mit Depressionen und Kram und so. Ist nicht. Also das waren halt wirklich immer wieder Themen bei mir und wo ich mir also so blöd vorkam. Aber ich kann auch biblisch begründet, wie ihr gleich sehen werdet, man kann tatsächlich mit Gott handeln. Gott ist es. Es bedeutet ihm was, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir eine persönliche Beziehung zu einem liebenden Vater haben,
zur Erinnerung da auch, wo Paulus da im Römer 8, da sagt er sogar, wir nennen ihn Abba. Und Abba, das ist eigentlich im Hebräischen, oder war das dann der Griechische? Nee, das war, glaube ich, das Hebräische, gell? Ja, danke. Und das ist eigentlich sowas wie Papi oder wie Vati, was sich also viele gar nicht vorstellen können. Das war eigentlich auch für die Juden schon nicht unproblematisch, dass jemand so locker zu Gott Papi sagt. Also wirklich zu einem liebenden Papi, zu dem man ein komplettes Vertrauen haben kann, auf dem man auch mal böse sein kann. Das sage ich später noch was. Ein gutes Beispiel gibt es da vom im Lieblingsauto von mir. Aber jetzt erstmal die eine Stelle, wo also, und zwar Sodom und Gomorra dürfte ein Begriff sein. Mhm. Also Gott hat irgendwann beschlossen, okay, die haben es zu arg getrieben und die werden jetzt komplett platt gemacht, Sodom. Da war ein großes Problem, dass sie sich da also sexuell in wirklich alle Richtungen orientiert haben, bloß nicht so, wie es halt von Gott vorgesehen war. Das fängt dann auch später bei der Zerstörung, da wird es also richtig spannend. So, das kann ich, also ich kann überhaupt immer wieder das erste Buch Mose, allein schon was an Höchstleistungen, was Sex, Drugs und Rock'n'Roll angeht, ist also allein das erste Buch der Bibel, Genesis, schon fantastisch. Wir waren gestern auf einer Lesung zum Thema, am Anfang war der Mord, also Kriminalfälle aus der Bibel, so, das war ganz interessant und da kam auch eine ähnliche Geschichte drin vor, aber das jetzt nicht. Jedenfalls, Gott hat also beschlossen, dass Sodom vernichtet wird und Abraham leistet dann Fürbitte für Sodom. Und ja, ich lese jetzt mal ab 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und dann geht's weiter. Ja, genau. Und Abraham trat näher und sprach, also er spricht zu Gott, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach, wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Also Gott lässt sich echt auf den Deal ein. Er nimmt den kleinen Menschen Abraham, mit dem er ja Großes vorhatte und so, er nimmt ihn wirklich beim Wort und nimmt ihn ernst. Und lässt mit sich handeln. Und er, also wieder Abraham, fuhr weiter fort mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede, wie er dann auch immer schleimiger wird, weil ihm das bewusst wird, so, was er, auf was er sich da gerade einlässt. Aber das zeugt ja auch von der großen Liebe, die Abraham für die Menschen hat. Das ist natürlich auch ein toller Charakterzug. Vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden, vielleicht finden sich 20 darin. Er, Gott, antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Wie wir aus dem Kapitel darauf wissen, gab es wohl keine 10 Gerechten. Also Sodom wurde vernichtet. Da ist bloß der Lot mit seiner Sippschaft rausgekommen. Und so der Klassiker war dann die Lots Frau, die hat sich dann nochmal umgedreht, obwohl klar gesagt wurde, nein, dreht euch nicht um, dann kommt jetzt gleich, was weiß ich, Kometenhagel. Und die hat sich umgedreht und ist zur Salzsäule erstarrt. Was, da bin ich gespannt, das wird bestimmt irgendwann mal physikalisch begründet, so wie das dann, wie das entstanden ist. Da gibt es also, weil die Wissenschaft ganz am Ende immer wieder festgestellt, dass die Bibel eben doch recht hat, da bin ich mal gespannt auf die Analyse, so, wie das irgendwann mal zustande kommt. Also ich nehme das für bare Münze. Das finde ich also ein tolles Beispiel, wie Gott sich tatsächlich darauf einlässt. So, also man kann tatsächlich solche Händel machen. Jetzt kann man natürlich, wenn man die Geschichte bis zum Ende versteht, dass man so weiß, dass es eben nichts gebracht hat, diese Fürbitte. Dann kann man sich natürlich auch denken, dass Gott gewusst hat, diese 10 wird er auch nicht finden. Es wurde ja nur Lot gerettet und das auch noch unter ganz krassen Umständen. So, da sind dann 2 Engel zum Lot, um den zu retten, und dann haben sie schon die Männer, die komplett von Natur aus versaut waren, vom Haus, vom Lot, kann man dann im Kapitel danach durchlesen. Also die versammeln sich dann vor Lots Haus noch und sagen, ja, und wir haben gesehen, dass da bei dir Männer reingekommen sind und so, und gib sie raus, damit wir mit ihnen Verkehr haben können. Das steht so in der Bibel drin.
Finde ich also ganz krass. Und ich glaube, er bringt dann sogar noch seine Töchter stattdessen raus und so. Also das, aber die werden dann irgendwie mit Blindheit geschlagen und gehen dann aufeinander los. Also, ja, Manuela, Sodom wurde doch vernichtet. Ich habe es gerade gesagt. Fremd gerade. Und wie gesagt, also es wurde eben doch vernichtet. Und also Gott wird gewusst haben, aber er hat es wahrscheinlich geschätzt, dass Abraham erstens mal überhaupt keinen Kontakt zu ihm sucht. Und es ist auch heute mit uns, dass Gott von uns nicht die totale Perfektion erwartet, sondern die totale Beziehung, hundertprozentige Beziehung. Auch in Kleinigkeiten Gott teilhaben lassen. Vielleicht auch nicht jedes. Es gibt ja Leute, die fragen Gott, ob sie sich ein rotes oder ein blaues Auto kaufen sollen und sonst was. Finde ich albern, aber dass du Gott mit in deinen Alltag reinnimmst. Ich würde sogar sagen, das nimm ihn doch mit in die Sünde rein. Wenn du es nicht lassen kannst, dann ist es immer noch besser, ihn mit reinzunehmen, als zu sagen, Jesus, kannst du dich mal kurz umdrehen, ich will mal richtig Scheiße bauen. Den Fehler machen nämlich auch viele. Und dann fängt man an, schizophren zu werden. Also ich meine jetzt im geistlichen Sinne, dass man praktisch irgendwie so eine, man hat so eine heilige Welt. Ich würde sagen, ich habe das selber eine Zeit lang so gehabt. So, ich habe mir irgendwie so ein bisschen das Geistliche so schon wahrgenommen, aber wenn ich dann wieder in meinem Rock'n'Roll-Film da hängen geblieben bin, da habe ich dann irgendwann wieder in der einen Hand die Bibel, in der anderen die Flasche gehabt. Und das ist eigentlich auch schon eine Form von Schizophrenie. Ich habe eigentlich genau gewusst, dass ich mich selber immer wieder kaputt mache. Das ist halt jetzt immer, das war halt damals meine Lieblingssünde da, die Sauferei. Und deswegen fällt es mir heute relativ, in manchen Punkten lächerlich einfach zu sagen, was gut und was schlecht ist. Weil ich halt genau weiß, also so tief will ich wieder nie wieder fallen. Aber es gibt auch zahlreiche andere Beispiele. Ich weiß nicht, ich komme halt immer wieder darauf aus eigener Erfahrung, weil mich das halt sehr geprägt hat. Jetzt gibt es einen anderen Fall in der gleichen Familie. Und zwar den Jakob. Es gab mal einen Film, also erstmal ein Buch von Jurek Becker, Jakob der Lügner. Hat da zufällig den Film mal gesehen mit Robin Williams war das, gell? Robby war der Sänger und Robin war der Schauspieler, gell? Mhm. Ganz fantastischer Film. Da geht es um den Jakob der Lügner. Das ist kein Zufall, dass das Buch so heißt. Und dass der, das ist ein Jakob, also das ist ein Jude, das spielt im KZ und der kriegt da irgendwas mit von irgendeinem Sender, nur ein Gerüchteweise, dass die wahrscheinlich kurz davor sind, befreit zu werden von den Russen. Aber es ist nur ein Gerücht und der verbreitet das Gerücht und dann fragen ihn immer mehr Leute aus dem KZ nach, ja, gibt's was Neues davon, wie lange sind sie noch und so, stimmt es, dass wir nächste Woche alle frei sind und so, und er merkt, dass er den Leuten durch die Lügerei eine riesen Hoffnung macht. Die Selbstmorde in dem, ich weiß gar nicht, war es ein Ghetto oder ein KZ, ich weiß nicht, ne? Könnte sogar Ghetto gewesen sein, gell? Ja. Die Selbstmorde nehmen ab. Da gab es haufenweise Selbstmorde damals und dann wird es immer weniger, weil die Leute Hoffnung haben, hey, wir werden bald befreit und so. Dass die Russen kommen und so und die Deutschen vertreiben und was weiß ich. Und dann muss der sich immer neue Lügen einfallen lassen, um die Leute zu motivieren. Aber er hat dann doch nicht recht, also bevor es dann noch passiert, dass die Russen kommen, also gut, das ist jetzt bloß ein kleiner Auszug da in diesem Film, da nimmt er sich noch vor, noch eine riesen Rede zu halten darüber, dass er alle die ganze Zeit angelogen hat, dass es aber eigentlich bloß gut gemeint hat. Und das fand ich aber irgendwie herzlich so, er wird dann aber trotzdem noch erschossen und so. Und also das ist halt dann also der Grenzbereich, darf man Leute anlügen dafür, wenn man ihnen damit Mut macht, so ungefähr. Okay, Jakob der Lügner und jetzt, Jakob, jetzt haben wir es hier von dem biblisch relevantesten Jakob. Das war dann der Enkel vom Abraham, genau, Abraham, Isaac und Jakob. Und zwar, Jakob, der hat, also erstmal hat er ja eine ganz krasse Geschichte hinter sich. Der hat ja, daher eben auch Jakob der Lügner, der hat ja eben damals, also der war der Zweitgeborene, sein älterer Bruder war der Esau und damals war das sehr wichtig da mit dem Erstgeburtsrecht und dass der dann praktisch noch den väterlichen Segen erbt. Und da gab es eines Tages da, wo der Isaak, das war der Vater, also der Sohn vom Abraham war der Isaak und dann kamen Esau und Jakob und bloß ganz schnell so den Kontext. Dann kam der Esau von der Jagd irgendwie und hat Hunger gehabt und da hat der Jakob gerade was Linsengericht gehabt. Heute waren es auch Linsen, gell? Ja, genau, passt. Und der hat dann, der Esau hat gemeint, ja komm, gib mir was da von deinem Linseneintopf und so. Und hat Jakob gemeint, ja gut, kannst du haben, aber dafür kriege ich dann Erstgeburtrecht. Und da hat Esau echt gesagt so, ach komm, ja, kannst du mein Erstgeburtrecht haben, so, hat gar nicht drüber nachgedacht, so, das bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier verhungere. Hat es also leichtfertig schon mal selber hergegeben, hat es wahrscheinlich auch nicht geglaubt, dass er das dann so richtig durchzieht, der Jakob, weil er hat dann später noch seine Frau, seine Mutter, die Rebekka, also die Frau vom Isaak, die hat das mitbekommen und hat dann gemeint, okay, pass auf, jetzt veräppeln wir noch deinen Vater. So, also die hat dann auch mitgeholfen, die Lüge noch mehr zu manifestieren, also wirklich was
Schlimmes und vor allem, wenn es um Segen geht, das ist ja auch eine heilige Handlung. Also wenn man jemanden segnet, wünscht man ihm ja eigentlich von Herzen, dass es Gott gut mit ihm meint. Also dass sie, eigentlich haben sie sogar gedacht, dass sie Gott verarschen können, wenn man ehrlich ist. Gell? Und da ging es darum, der Isaak, der war wohl damals schon blind, aber wo klar war, gut, wenn du jetzt da reingehst und dann will der dich irgendwie abtasten oder so, dann merkt er, dass deine Haut so glatt ist und der Esau, das war halt mehr so, also der war sehr behaart, das war mehr so der Jäger und so, während der Jakob, der war eher so die, das Nesthäkchen, das gern bei der Mama zu Hause geblieben ist und so, so wird es beschrieben in der Bibel. Und dann hat die ihm da von zwei Ziegenböcken noch Felle gemacht, hier um die Arme rum und da noch, weil er wohl einen starken Bartwuchs hatte, damit der Vater das dann nicht rafft. Und dann hat sie ihm da irgendwas gekocht. Und der Jakob bringt es rein. Der Vater sagt, ja, wer ist denn hier und so? Ja, ich bin's, dein älterer Sohn Esau. Also hat der Vater angelogen. Und da, komm, hier, ich gebe dir jetzt was zu essen. Ich kürze es gerade ein bisschen ab. Und damit du mir dann deinen Segen geben kannst. Ich bin's, dein Erstgeborener. Und der Jakob, der Isaak fällt dann darauf rein, so, also tut ihn dann noch abtasten und was weiß ich. Und ah ja, doch, das komisch, die Stimme ist vom Jakob und so, aber die Behaarung, das ist eindeutig von meinem älteren Sohn Esau und so. Und dann segnet er ihm, was weiß ich, wie das ging, da mit Handaufschlägen und Kram. Also er hat sich da wirklich das erschwindelt. Und das hat später der Esau mitbekommen und dann war der sauer auf ihn, dann musste der Jakob abhauen. Und Jakob hat dann auch schon teilweise sehr bluten müssen, ist dann noch an jemand geraten. Nämlich den Vater von letzten Labern. Endes von seinen beiden, also Frauen, die er letzten Endes geheiratet hat. Der Onkel Laban, ne? War das sogar der Onkel, ja. Ja, genau, Laban. Und das war, also ist er dann abgehauen, hat da, also dann, die hat ja zwei Töchter gehabt, die Lea und die Rahel. Und in die Rahel war er verknallt und der Laban hat gemeint, ja, die kannst du heiraten, wenn du 7 Jahre für mich schaffst. Dann hat er das durchgezogen, 7 Jahre lang und dann so unterm Schleier, dann vorm Traualter und dann, ja super, jetzt kann ich, zack, und dann war es die Lea und die Lea war die hässliche von den beiden und dann, also ging es damals ab, also der Laban war noch ein gerissenerer Kerl als der Jakob, gell, aber da könnte man schon sagen, naja gut, das ist gerecht, dass der auch mal eine abkriegt und dann hat er nochmal 7 Jahre geschafft und dann hat er auch die hübsche gekriegt, die Rahel, also insgesamt 14 Jahre für zwei Frauen und dann ging es dann langsam wieder Richtung heimwärts. Aber er hat also er hat immer noch Schiss gehabt, dem Esau da zu begegnen und so. Und dann kam es halt so weit, also er musste dann da über den Fluss Jabok, hieß der glaube ich, an die Furt des Jabok, genau. Da hat er seine beiden Frauen und die ganze Sippschaft rüber geschickt und er ist allein an diesem Fluss geblieben. Da ging es dann schon in Richtung, er hat sogar noch die beiden Sippen aufgeteilt, sodass, falls der Esau es doch, er hat gewusst, der kommt mit 400 Mann ihm entgegen, hat ihm schon vorher Geschenke entgegen, also Leute losgeschickt mit Geschenken, um den Bruder milde zu stimmen, damit es vielleicht wieder eine Versöhnung gibt. Ganz am Ende versöhnen sie sich dann auch. Hat aber dann sogar noch seinen Besitz aufgeteilt. Die eine Frau mit der Familie dahin geschickt, die andere dahin, damit nur eine Bande notfalls überfallen wird, damit er irgendwas für sich behalten kann. Also immer wieder so am Kalkulieren und so. Und vor allem kann man dabei auch sagen, null Gottvertrauen, gell. Und aber für ihn galt ja der gleiche Segen, der auch für den Abraham galt. Dass er aus ihm noch ein ganzes Volk machen wird. Und ganz zum Schluss wird der Jakob dann sogar noch umgetauft. Und in dem Kontext lese ich jetzt nochmal von 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, damit hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, also überwältigen konnte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete, »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.« Er sprach, »Wie heißest du?« Er antwortete, »Jakob.« Er sprach, »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.« Und Jakob fragte ihn und sprach, »Sage doch, wie heißest du?« Er aber sprach, »Warum fragst du, wie ich heiße?« Und er segnete ihn daselbst. Jakob nannte die Stadt Peniel, denn, sprach er, »ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.« Und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Also, ich habe da einiges mal so ein bisschen recherchiert, so, also,
er hat anscheinend wirklich mit Gott selber gekämpft in der Nacht, gell? Und das ist auch ein gutes Bild, also gerade er, zum Beispiel so wie er dann entlassen wird, das ist, wo er dann sagt, wo Gott zu ihm sagt, wie heißest du? Also das kann ich mir vorstellen, so, er hat sich praktisch an dem festgeklammert, so, und wie heißest du, dass er zu sich selber erstmal stehen soll? Dass jetzt mal Schluss ist mit der Lügerei? Jakob, sagt er. Und der, wer heißest du? Er hat sich wohl schon gedacht, dass er tatsächlich mit Gott selber kämpft. Und er hat halt auch gewusst, deswegen, die ganze Geschichte findet in der Nacht statt, weil es steht ja auch geschrieben, dass man den Anblick von Gott nicht ertragen kann, weil das heller ist als das hellste Tageslicht, das man sich vorstellen kann, und heller als, was weiß ich, Laserstrahl und Flashlight von einer Atombombe und so. Und deswegen hat er schon gewusst, wenn es jetzt langsam Morgenröte wird, er spricht in Vers 27, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an, beziehungsweise da spricht Gott zu ihm. Darf nicht verwechseln. Also er warnt ihn noch. Wir haben jetzt schon die ganze Nacht gekämpft und wenn es jetzt weitergeht und du immer noch an mir rumzerrst und so, dann wirst du mich sehen und das überlebst du nicht. Aber dann klammert sich Jakob an ihm fest. Und das finde ich interessant. So ist es doch oft mit Gott, oder? Das war also dann, da gefällt mir ein gutes Beispiel ein von meinem Lieblingsautor, vom Adrian Plass, von Engländer. So, der macht so, eigentlich hat er mal angefangen als christlicher Satiriker. Der Klassiker war der Tagebuch eines frommen Chaoten. Er hat dann immer mal festgestellt, je ernsthafter er Tagebuch schreibt, umso mehr lachen sich alle anderen darüber kaputt, was er schreibt. Und mittlerweile kann er davon sehr gut leben. Ich habe ihn neulich mal wieder live gesehen mit Renate zusammen. Also fantastischer Typ. Das ist also von christlichen Schriftstellern, ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich der, der mich auch am meisten geprägt hat. Also gerade diese entwaffnende Ehrlichkeit, mit der er da immer wieder ankommt, so, das ist einfach ehrlich. Und der hat da ein Beispiel genannt, wie es also manchmal ist, so, wenn wir halt so voll mit Gott hadern irgendwie. Und da, ich kenne einen da in Heidelberg, der sagt immer, mir hat Gott noch nie geholfen und so. Ich zähle ihn dann immer auf, so, du hast eine hübsche Freundin und so, du hast bis heute geschafft, einigermaßen gesund zu bleiben, da hast schon wieder einen Job, du kannst schon gar nicht beschweren und so. Aber er klammert natürlich dann Gott immer voll aus dabei. Und ich denke, das ist so wie bei einem, ich bin zwar selber kein Vater, aber ich weiß, dass ich bei meinem Vater auch schon auf dem Arm war, bei meinem biologischen Vater. Wenn man so auf dem Arm getragen wird und dann als Kind so, böser Papi, nee, und so, ich will nicht, ich will jetzt mein Spielzeug wieder haben oder was, um was es auch geht. Aber der Vater erträgt es auch so, dass man hier irgendwie geklopft wird an die Brust mit den kleinen Fäustchen da in dem Fall. Also klar, man hält sich ja keine schweren Verletzungen ein. Und es geht dann so lange, bis das Kind friedlich einschläft. Und dieses Bild, das hat der Adrian Plasma so beschrieben, so schön. Und das, ich denke, so ist es mit uns und Gott. Also wir haben dann, wenn wir einfach viele Sachen nicht verstehen, weil 2 Liter Gehirn nicht dafür reichen. Gott sagt auch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und dass unsere Erkenntnis grundsätzlich immer nur Stückwerk ist. Also Kenner weiß es komplett. Kenner hat Gott komplett gesehen. Gott offenbart sich in der Schöpfung. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe, und die Liebe ist ja auch das, woran an uns die Welt uns erkennen soll. Wir sollen so leben als Christen, dass die Welt neugierig wird auf unseren Gott. Und wenn wir dann selber uns wieder schwer tun mit Gott und mit ihm handeln, so wie ich vorhin gesagt habe, so, wenn ich da so meine Dinger, wo ich genau weiß, eigentlich ist das scheiße, was ich da wieder mache und so, und dann sich wieder am besten noch Versprechungen Gott machen, obwohl Gott ist ja in der Ewigkeit, also er weiß eh schon, wie es läuft. Das ist meine Überzeugung. Das ist ein Geheimnis, das wir jetzt entschlüsseln werden. Einerseits haben wir ja, gut, da haben auch schon Luther und Erasmus von Notre Dame drüber, Notre Dame, ich weiß gesagt, drüber gestritten, hat man überhaupt einen freien Willen? Also ich glaube, man hat einen. Und du kannst dich eigentlich jede Sekunde immer wieder entscheiden. Das ist so dieses binäre System, nach dem die Computer funktionieren. Es gibt immer nur 0 und 1. Aber du kannst dich immer wieder für, also wenn jetzt eins das Gute ist, für eins entscheiden. Und das Gute ist immer der Weg, den Gott für dich bereitet hat. Und es hat auch damit zu tun, dass unser eigenes Ich letzten Endes immer wieder neu gekreuzigt werden muss. Weil Jakob hat immer wieder, obwohl er gewusst hat, dass wohl auch ein großer Segen auf seiner ganzen Sippschaft schon liegt und dass sein Vater schon große Dinge erlebt hat mit Gott und dass er trotzdem da in eine Richtung geht, dass er immer wieder seine eigenen Dinger dreht. Nee, ich glaube, das hätte mit dem Segen, ich helfe jetzt mal ein bisschen nach und mache mir so Ziegenfälle drum und die Mutter hilft mir auch noch dabei und so, den Vater verarscht. Das ist ja unglaublich so. Und so einer will ein Mann Gottes werden oder sonst was, indem man sich dann immer wieder selber aus Habgier und sonst welchen Motiven dann immer wieder sich da irgendwie durchmogelt und mit den ganzen Lügereien und sonst was. Und wenn wir ehrlich sind, das
das haben wir auch alle, so wie wir hier hocken, hat das jeder schon zigfach in seinem Leben erlebt. Dass man sich dann irgendwie eigentlich mangels Gottvertrauen, gestern haben wir noch drüber gesprochen, so im Autobahn von der Bandprobe zurückgefahren sind, dass eigentlich der Ursprung von aller Gewalt und so, das ist eigentlich immer Neid und Gier. Immer wieder so, ich will irgendwas, was ein anderer hat. Und ich weiß besser, was ich brauche, als es Gott weiß. Immer diese Selbstsucht so. Und dieses, das nennt ja die Bibel auch so altmodisch, das Fleisch. Aber damit ist eigentlich immer der natürliche Egoismus des Menschen gemeint. Das zieht uns immer wieder runter und das verführt uns wieder. Weil wir nicht Gott vertrauen. Aber Gott ist es lieber, dass wir dann richtig mit ihm streiten, mit ihm irgendwelche Handelsabkommen schließen. Wohl wissen wir, wenn wir dann wieder richtig in der Spur drin sind, in der Gott uns haben, weil es gibt Momente und ich wünsche euch allen, dass ihr das auch schon erlebt habt. Wenn nicht, werdet ihr das noch erleben, weil Gott hat auch gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Es braucht oft Geduld und es braucht auch oft einen Vertrauensvorschuss, aber ganz am Ende steht Gott und man weiß, okay, es hat sich gelohnt, nach ihm zu fragen, an ihm festzuhalten, auch an ihm zu rütteln, mit ihm zu handeln. Es ist alles besser, als zu sagen, Gott, jetzt reicht's mir endgültig. Und man muss darauf vertrauen, dass die Antwort, also Gott, manche Antworten gibt Gott ja sofort. So. Oft ist die Antwort später, weil wir nicht in dem Zeitplan drin, wir rennen oft zu schnell oder zu langsam. Der Idealfall ist immer, wenn wir dieses sanfte Joch, von dem Jesus spricht, auf uns nehmen und mit ihm, walk in your footsteps, in deinen Fußstapfen laufen. Dann ist Konfliktpotenzial mit der Welt, aber nicht mit Gott. Das ist immer der Unterschied. Ob wir jetzt wieder für uns kämpfen, dann kämpfen wir natürlich auch nach den Regeln der Welt und in der Welt, da wird es uns ja vorgemacht, so, also Steuerhinterziehung ist ein Kavaliersdelikt und so, komm, macht doch sowieso jeder, also machen wir es auch. Und oft geht es dann so, dass die Großen dann noch sogar belohnt werden, so, während die Kleinen da schon wegen, wenn sie mal 100 Euro schwarz schaffen, da schon Probleme kriegen, was für sich, ich bin aus eigener Erfahrung. Und also das sind halt die Maßstäbe der Welt. Da gibt es also auch eine Gerichtsbarkeit, die ist aber ein großer Flickenteppich. Also allein über die deutsche Steuergesetzgebung habe ich mal gehört, da gibt es mehr Literatur als über die nächsten 10 Staaten danach, über denen ihre Steuer. Es gibt Länder, die haben bloß 10 Steuergesetze und so. Und bei uns gibt es allein so viel Literatur wie über die nächsten 10. Also nur zum Beispiel also daran, was für eine... Es gibt schon eine gewisse Gerechtigkeit auch in dieser Welt, aber das ist trotzdem alles nur menschliches Denken. Das fängt schon bei Führen wieder von der Todesstrafe an und sonst was. Und bei lässlichen Vergehen, sowas wie sich wie Schwarzfahren und Kram. Also man ist sich ja eigentlich nie einig. Man hat ja immer das Gefühl, es hätte einen zu hart getroffen von der Strafe her. Und die andere Seite denkt eigentlich immer, es wäre zu milde gelaufen. Ähnlich ist eigentlich auch bei Geldgeschäft. So sieht man jedes Jahr, wenn die Tarifverhandlungen sind. Also nachher denkt jede Seite, sie hätte irgendwie zu viel abgegeben. Also dieser Streit und dieser Neid und diese Gier, das ist überall vorprogrammiert. Aber wenn man so wie Jakob, ich meine, der hatte wirklich, also ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist oder die Riesenversuchung oder was, dass er halt da wirklich mit Gott direkt kämpft. Aber wenn man es jetzt auch mal so als im übertragenen Sinne so versteht, dass eigentlich das eigene Ich immer wieder bekämpft werden muss. Das heißt nicht, dass man sich selber hassen soll, sondern dass man sich dessen bewusst ist. Immer wieder, wie wir nachher auch noch im Vaterunser wieder sagen werden, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also da steckt ein Geheimnis drin und eine unendlich gute Offenbarung und ein Heilsversprechen. Eine Grundlage, eine vertrauensvolle Grundlage, in der man eigentlich alle Krisensituationen überstehen müsste und wo eigentlich auch kein Platz mehr für irgendeine Angst sein dürfte, bis zu der Angst vorm Tod. Wie Paulus ganz am Ende sagt, vom 1. Korinther 15 ist es, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Dass man so ein Vertrauen hat. Also ich sag, und das wollte ich eigentlich heute so ein bisschen als Nachdenken mitgeben, es lohnt sich, Gott ernst zu nehmen, sowieso immer, und es lohnt sich, mit ihm zu handeln. Man wird am Ende zugeben müssen, dass es genauso schlau gewesen wäre, gleich auf Gott zu vertrauen. Und es lohnt sich auch, mit Gott zu kämpfen. Am Ende wird man merken, dass man eigentlich selber sein größter Feind ist. Das, was in einem Ich ist. Das heißt nicht man selber, sondern nur dein Spiegelbild, sondern alles, was in uns drinsteckt. Wir sind von Natur aus alle vollem Bösen und voller Egoismus. Wir haben aber auch in uns durch den Heiligen Geist
die Möglichkeit, uns charakterlich positiv zu verändern, durch Bibellesen, durch Beten, durch christliche Gemeinschaft, mit dem, was wir uns, indem wir Gottes Wort ernst nehmen. Da sind wir auch in der Lage, vernünftige Sachen von uns zu geben, sodass Leute, wie ich vorhin schon gesagt habe, neugierig auf unseren Gott werden. Okay, ich glaube, damit möchte ich heute erstmal schließen. Amen. So. Viel Spaß euch noch, wir diskutieren jetzt noch ein bisschen. Alles Gute, seid gesegnet.